Sich bei 30 Grad Außentemperatur auf dem Spinning Wheel auspowern? Eingeladen dazu hatte Trainer André Wiesmann. Und er brauchte nicht lange auf seine TeilnehmerInnen zu warten, denn der Kurs fand neben anderen sportlichen Events im Rahmen der Sportwoche der DJK Rödder statt. Heute, am Samstag, ist auf dem Rasenplatz ein Jugendturnier und parallel Tag der offenen Tür der Fitnessabteilung. Der Haupteinzugsgebiet von unserem Sportverein ist der Dernekamp, der mit seinen Baugebieten in den letzten Jahren immer gewachsen ist. Und unser Motto war eigentlich vom Sportverein DJK Rödder schon seit vielen Jahren We are Family. Ursprünglich war das halt, weil wir halt ein kleiner Verein in der Bauernschaft sind. Mittlerweile durch das Wachstum mit Bogensport, Radsport, Fitness kann man eigentlich diesen Titel We are Family so weit ausdehnen, dass wir wirklich Sport für die ganze Familie anbieten möchten und nicht nur den reinen Fußballsport. Die Erwartungen aus den Investitionen des Vereins, zum Beispiel die EK-Arena und das neue Vereinsheim, wurden voll erreicht. Wachsende Mitglieder- und Teilnehmerzahlen sind zu verzeichnen. Besonders erfolgreich ist die Fitnessabteilung des Vereins. Fast alle Kurse sind ausgebucht. Und wir feiern ein Jahr Fitnessabteilung heute. Im Rahmen der Sportwoche haben wir gedacht, das wäre so eine ganz schöne Möglichkeit. Haben alle unsere Kurse heute einmal angeboten bei diesen Temperaturen. War jetzt nicht ganz so voll besetzt, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben 9 Kurse aktuell, die auch zum größten Teil schon ausgebucht sind. Ich muss wirklich sagen, so 10 Plätze könnte ich noch anbieten. Das ist es aber auch. Es ist wirklich so, wir haben mit 6 Kursen angefangen vor einem Jahr. Die waren sofort ausgebucht, dann haben wir was Neues integriert und auch das war ganz schnell wieder ausgebucht. Da sind wir auch ganz stolz drauf. Der Spinningkurs geht zu Ende. Trinken ist angesagt. Trainer André Wiesmann schraubt das Tempo wieder herunter. Wir sind froh, dass wir hier seit einem Jahr arbeiten dürfen. Und man hat uns richtig gutes Equipment zur Verfügung gestellt. Und alle Kurse voll, alles ist super. Also es läuft echt super. Also pro Kurs sind wir mit 14 Teilnehmern und dreimal die Woche. Wir machen uns oder fahren lockeres 10 Minuten ein, dann geben wir 40 Minuten mehr oder weniger Vollgas und dann nochmal 10 Minuten schön lockeres ausfahren, damit es keinem wehtut am anderen Tag. Zurück in die EK-Arena. Hier startet jetzt die Tanzgruppe mit Pusche. Und also der Aufbau ist erstmal aufwärmen, das ist immer ganz wichtig, damit nichts irgendwie Bänder reißen oder so. Genau, und dann erlernen wir eine Choreo mit den Großen jetzt. Genau, und dann üben wir das und auch mit ganz viel Spaß und ganz viel Quatschen mittendrin. Und bei den Kleinen ist es halt so spielerisch erstmal den Rhythmus kennenlernen, die Basics vom Tanzen kennenlernen. Also erstmal spielerisch bei den ganz Kleinen. Der Tanz ist zu Ende, alle Kinder sind begeistert. Erstmal machen wir so einen Kreis und fragen, wie es uns geht. Dann stellen wir uns auf, machen dann halt unser Training weiter. Das, was wir halt da vor den Tag geübt haben, machen das 2-3 Mal und dann geht es auch schon an die neue Sache ran. Wenn eine Welle mal nicht geklappt hat, dann sagen wir nach und nach jedes Mal einzeln, lass uns doch mal von neu probieren, helfen uns gegenseitig, also ist richtig gut. Den Abschluss der Sportwoche macht in diesem Jahr ein Fußballturnier der Grundschulen aus Dülmen. Auch dazu erhoffen sich die Veranstalter wieder viele Zuschauer.